Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, ich weiß hier gerade eigentlich noch gar nicht, wie ich weiterkommen soll. Und mittlerweile trage ich auch wieder zu viel. Das habe ich auch schon super hingekriegt. Ich denke, wir müssen da, aber ich würde vielleicht auch einmal hier gucken, ob es hier noch vielleicht irgendwie Wege gibt. Tschüss, Sarah. Schaffst du wohl. Kommt sie? Jo, die kommt hinterher. Okay. Stimmt, hier hatten wir ja noch einen Weg. Der unzugänglich ist. Okay. Also doch nicht. Wo muss ich hin? Wie? Oh. Nehme ich alles mit? Wenn du überladen bist, solltest du anhalten und ausmisten. Ja, lass uns Ausrüstung tauschen. Dann zeig mal her. Du musst mal ein bisschen was für mich tragen, Sarah. Wie wär's mit das und das? Hier dann, das darfst du tragen. Das darfst du tragen. Brauchst du nicht anzuziehen. Anzug Konzern. Das darfst du mal mitnehmen. Oh, UC Navy. Die sieht auch cool aus. Nur, naja. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das sieht aber auch... Die sieht auch mega aus. Die Jacke gefällt mir auf jeden Fall, aber ich brauche die gerade nicht. So, sonstiges. Was habe ich hier? Oder unter Hilfe? Ich habe hier ein bisschen... Hier, du darfst das mitnehmen. CQBX? Keine Ahnung, was das ist. Getränkte Verbände, Heilgel, Heilpaste, Hypolyta, Infanterie Alpha, Kefir. Käse brauchen wir noch. Rahmen. Sushi-Rollen. Snaps Alpha, Trauma Pack. Velocity Red brauchen wir noch. Kann ich es sonst noch irgendwas geben? Giftgasmine, komm. Inferno-Mine. Die behalten wir mal alle. So. Hier, du kriegst eine neue Waffe. Ciao. Na, aber ich glaube schon, dass wir doch dann hier irgendwie was machen müssen. Frage ist nur, was muss ich hier machen? Ich erkenne da nichts. Warte mal. Sarah, kannst du mir irgendwie helfen mit irgendwas? Kannst du mir sagen, was ich machen muss? Ich brauche Hilfe hier. Hier ist ja aufgebrochen. Da komme ich nicht rein. Da sehe ich auch eine... Okay, da ist aber nichts Wichtiges. Kann hier nichts machen, ne? Das ist ja doof. Ich komme hier gerade echt nicht weiter. Oder ist hier vielleicht irgendwo ein geheimer Weg? Kann ich hier irgendwas abbauen? Sarah, ich brauche mal deine Hilfe, ja? Such mal mit mir mit, anstatt nur hinterher zu laufen. Hier müsste doch irgendwo einen Knopf geben, oder nicht?
Ich sehe nur den Knopf. Geht das dann da auf? Nee, das geht nicht auf. Sonst gibt's hier nichts, hä? Da haben wir Kobalt. Aber hier untersuche die verlassene Asteroidenmine. Ja, tue ich doch, aber... Ich sehe hier jetzt keine Möglichkeit, da irgendwie weiterzukommen. Gar keine Möglichkeit. Gibt es überhaupt einen Weg, hä? Muss es einen dir geben, ihr... Boah, ich will jetzt nicht googeln müssen, wie man hier weiterkommt. Toll. Ich bin hier auch gerade zu doof, einen Weg zu sehen. Hier sind jetzt zwar ein paar Viecher tot, aber... Hier gibt's sonst gar nichts, hä? Also hier oben safe nicht. Wie komme ich da hinten weiter? Gibt's? Ich guck mal hier nochmal. Untersuche die verlassene Asteroidenmine. Ja, warte, da war's. Aber gerade. Ich suche Maya Cruz, eine Technik-Genie und hochrangiges Mitglied der First. Sie hatte sich unter falschen Namen in der Klinik aufgehalten, wurde jedoch gewarnt, dass die Freestar Ranger nach ihr suchen. Sie ist in ihr Versteck geflohen, eine Asteroidenmine im Sakharov-System. Gibt's eine Karte? Nee. Kein direkter Weg. Auch nichts erkennbar. Hier, Scherbhüfte auf jeden Fall. Was sonst? Wie komme ich hier weiter? Bestimmt habt ihr schon irgendwo gesehen gehabt, so dass hier irgendwo ein Weg. Gehe ich mal von aus. Was? Da war was? Da war was ganz kurz. Oder so. Sehr blau. So ging's auf. Okay. Einfach mal ausprobieren. Geht auch auf jeden Fall. So kommt man auch weiter. Sei lieber gründlich. Halbmetall Wafer. Rare produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komponente für die Herstellung verwendet. Nehme ich mal mit. Wer weiß, was sie damit anfangen können.
Alter, was? Und das wurde aufgegeben? Warum wurde das aufgegeben? Kann mir das einer mal erklären? Alter. Diese Höhle ist wie eine gewaltige Geode. Solche kristallinen Formationen sind unglaublich selten. Ich werde nie verstehen, warum das hier aufgegeben wurde. Ich verstehe es auch nicht. Autsch, nein, 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 nein. Ah, okay. Ich stehe hier noch sicher. Entschuldigung. So. Wo gehe ich? Boah, Sarah, erschreckt mich nicht. Okay, irgendwas. Was ballert da? Ah! Nein, da war doch was. So, jetzt bin ich wieder überladen. Nein! Jetzt fahre ich auch noch runter. Nachladen, komm. Du trägst dieses schleimige Ding, oder? Kein Problem. Da will ich auch noch mal rein. Hier muss doch auch noch was geben. Gibt es hier noch was, was wir gebrauchen könnten? Da ist nichts drin. Credits. Zwar ein bisschen, aber... Forschungslabor. Ich bin noch immer im Kampf. Joghurt. Ein Trinkjoghurt wahrscheinlich. Jetzt kann ich benutzen. So, dann können wir jetzt den Käse endlich mal hier irgendwo reinpacken. Das war doch hier, ne? Erdzeitige Küche. Ein Käse hat hier noch gefehlt. So, das ist jetzt fertig. Das ist blockiert. So. Okay. Wir müssen hier mal ein bisschen die Skills hier weitermachen. Waffentechnik brauche ich noch. Bei Ausrüstung brauche ich Anzugsdesign. Hier brauche ich Außenpostentechnik. Hier brauche ich Gastronomie. Und hier Chemie. Oder Chemie. Ich bin mir oft nicht sicher, wie man das ausspricht. Hier war doch irgendwo noch eins. Unterwegs. Was gibt's denn hier? Teppichmesser. So, muss ich noch weiter runter? Ich glaube schon, dass wir noch weiter runter müssen. Autsch. Wo ist denn das schleimige Viech? Was ich hier höre. Xenoraupe? Die geben 5 Erfahrungspunkte, wenn ich die auch treffe. 5 Erfahrungspunkte haben oder nicht haben. Hier ist irgendwo noch eins. Na komm, ich will hoch. Ich muss auch irgendwie wieder nach oben. Wahrscheinlich hier rüber. Aber das mit den Kristallen finde ich mega. Nein? Ja. Doch noch geschafft. Ach komm,
Ui, Sarah, schnell weg. Sarah, du hast da so ein Funkeln in dir. Komm schon, triff doch! So, Comstation. Nährstoffe, Wolfram, perfekt. Wir müssen definitiv noch ein bisschen was mit Basenbau machen hier. Aber in einem Let's Play ist das immer irgendwie schwierig. So, wenn ich jetzt über mehrere Folgen mich nur mit Basenbau beschäftige. Um Himmels Willen, wirf endlich was von dem Kram weg. Sarah, hör auf zu meckern. Noch bist du nicht meine Frau hier, ja? Kobalt, perfekt. Ne, ich muss nach unten, ne? Kein direkter Weg. Ich glaube, ich muss hier lang, ne? Ja, sieht danach aus. Oh. So geht's auch. Hier fehlt ein Stück. Nun, wo ist das Stück hier runter gestürzt? Alter. Komm, geh kaputt. Komm. Ja. Da ist der nächste. Ach komm. Oh. Ist ein Bello. Bello-Roboter. Jetzt eben schnell gucken, wo die alle sind. Da oben ist einer. Hier hinten soll auch noch irgendwo einer sein. Da. Jo, der hält ein bisschen mehr aus. Versucht der mich hier abzubauen oder was? Hält der denn aus? Der hält ja richtig viel aus. Alter. Ich verballer auch meine komplette Muni hier. Da kommt schon der nächste. Komm, stirb doch endlich. So. Mining Geschütztum Mark 1. Der dürfte mich jetzt aber hier nicht treffen können, oder wie?
So, zwei gibt es hier noch irgendwo. Wenn du schon plünderst, dann schnell. Da, da ist schon der nächste. Gleich habe ich keine Muni mehr für die Pistole. Erfahrungspunkte geben die. So, nice. Alle erledigt. Alter, die. Was ist das denn für eine Waffe, was die hat? Also, worauf wartest du? Bring's zu Ende. Ich bin nicht hier, um dich zu töten. Das sagst du jetzt. Aber so wird es vermutlich enden. Wie wär's, wenn ich es uns beiden ganz einfach mache? Ich habe vielleicht noch ein paar Wochen und die verbringe ich nicht im Knast. Wenn du mich hier und jetzt töten willst, schön, bring's hinter dich. Das Leben hat mich schon genug gequält. Aber wenn du mich nach meinen Bedingungen sterben lassen willst, dann geh. Wie hat das Leben dich gequält? Ich frag mal einfach. Ich wurde von allen nur missbraucht und verlassen. Ich habe die Menschen aufgegeben. Und auf Maschinen gesetzt. Erst als ich bei der First Cavalry Major Hall kennengelernt habe, konnte ich wieder jemandem vertrauen. Ich gehe erst, wenn ich etwas über die First bekommen habe. Wie wäre es mit einem Test? Man weiß ja, dass Ranger gut mit der Waffe umgehen können. Aber hier ist mal eine Herausforderung für dein Hirn. Wenn okay. du diese verschlüsselte Slate knacken kannst, erfährst du was Nützliches. Und jetzt verschwinde. Und lass mich in Frieden. Okay, also. Ich will aber erstmal hier. Warum schleppst du all diesen Schrott mit? Ey, das waren Credits, hallo. Das war Geld, ja? Was war das? Medizinischer Injektor. Und Digi Dietrich. So. Das nehmen wir mit. Das ist eine Komponente. Das ist keine Komponente. Das ist eine Komponente. Komponente. Nochmal Credits. Bleakhaus. Untere Ebene. Mal gucken, wohin das führt. Jetzt bin ich neugierig. Achso, wir sind noch hier unten. Jetzt wird uns der Weg markiert. Aber okay, wir haben wenigstens von ihr alles bekommen, was wir haben wollten. Hui, was? Da könnte sich ein genauer Blick lohnen. Ja. Eine Zwiebel. Geil. Tiefminenrucksack. Okay, selten. Hier können wir ja nicht mehr machen. So. Können wir hier... Ne, Anzugwerkbank können wir auch nicht noch mehr machen. Können wir das Ding benutzen? Die können wir nicht benutzen. Da haben wir aber nochmal Credits und destilliertes Wasser. Ui.
So. Ah, das ist... Okay, das war hier. Okay, dann können wir ganz normal wieder gehen. Ich würde aber lieber dann demnächst die andere Waffe wieder benutzen. Oder warte, die wollten wir ja mal ausprobieren. So. Ab dahin. Wir steigen direkt ein und lagern, bunkern das alles erstmal, was wir hier haben. Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Warum ruckelt so viel? Fängt es sich? Was kann ich für dich tun? Du nix. Hier war Spind des Captains, ne? Ahoi, Captain. Ahoi. So, ich will hier hin. So, was kann ich hier reinpacken? Ich pack das mal hier rein. Den packe ich mal da rein. So. Das. Ach, AMP brauchen wir nicht, nutzen wir nicht. So. Medipacks ist das Einzige, was wir, glaube ich, nutzen. Und Trauma-Pack. Nein, die Velocity. Muss ich gleich mal holen. So, hier auch nochmal alles wieder. Ins Schiff verladen. Kein Platz mehr, okay. Sonstiges kann ich hier. So. Hier unter Hilfe war das. Die Velocity. Da. Die müssen wir noch abgeben. Wenn ein Grafantrieb summt. Alter, warum ruckelt's? Warum ruckelt es jetzt? Ja. Wow. Der war gut, Cora. Erzähl dem Barrett, wenn du ihn nächstes Mal siehst. Alles klar, ab nach Cheyenne, würde ich sagen. Ich wäre jetzt aber viel, viel lieber nach Dingens hier geflogen. Mal. Zu Red Mile. Da würde ich, das würde ich gerne mal besuchen. Ja, scan du mal. Scan abgeschlossen. Du kannst landen. So. Auf nach Akida. Und dann würde ich mal gucken, dass ich mal die Sachen, die ich jetzt hier gelagert habe, im Schiff, mal vielleicht irgendwo absetze. Dass sie mal weg sind. Dass wir da ein bisschen Platz haben. Lädt auch gerade so lange. Wenn wir länger hier bleiben, können wir im Stormroot Inn ein Zimmer mieten. Möchte sie mit mir ein Zimmer mieten oder wie jetzt?
Aber ey, wir haben mal auch neue Klamotten an, ja? Kleiner Tipp. Meine Liebe den Stretch. Vor allem Aggies. Okay. Mein Schwager war gerade 2 Wochen in Paradiso. Sah echt toll aus. Aber wenn ich mir noch ein einziges Urlaubsfoto ansehen muss, poliere ich ihm die Fresse. Ich bin schon meilenweit von ihm weg. Begib dich nach Paradiso. Was ist denn jetzt ein Paradiso, hä? Hat jemand, dem er die Fresse polieren wollte, oder wie? Hey, hallo. Erst schuften, dann feiern. Das sollte das Freestar-Motto sein. Helfen zu können, ist mir wirklich eine Ehre. Aber irgendwie würde ich gerne mal was anderes anziehen hier. Obwohl, wir könnten diesen Schurken-Outfit mal einfach anziehen, anhaben. Ich verbringe zu viel Zeit am Terminal. So, ich hab was für dich. Alex. Hey, Deputy. Hab gehört, dass du fleißig von einer Seite des Freestar Collective zur anderen und wieder zurückspringst. Ja. Wie gefällt dir der Job bisher? Ist ein gutes Gefühl, mein Beitrag zu leisten. Ich weiß immer noch nicht, ob das was für mich ist. Das ist völlig egal. Ich kann nur ein Ziel, die First aufschalten. Ah, ich weiß nicht. Probier es einfach noch weiter aus. Du bist ja noch recht neu. Also, was führt dich her? Ich habe noch eine verschlüsselte Slate für dich. Hier bitte, wie kommst du mit der verschlüsselten First voran? Hast du sie bald geknackt? Es läuft. Ich glaube, ich stehe kurz vor einem Durchbruch. Boah, mit sorry. Genügend Daten kann ich dir genau sagen, was sie vorhaben. Hm? Hier, ich habe noch eine. Oha, was haben wir denn hier? Also, das ist neu. Sehr interessant. Ich sehe mir das mal genauer an. Wenn du mir noch ein paar davon besorgst, habe ich mehr Kontext für die Entschlüsselung. Das beschleunigt die Sache. Und sei vorsichtig da draußen, Deputy. Mit diesen Söldnern ist wohl nicht zu spaßen. Hm, nochmal 8300 bekommen. Nice. Ich bin stolz, den Freestar-Regionen zu helfen. Mission aktualisiert Mantis. Wie jetzt? Ist Mantis? Ich dachte, jetzt begib dich nach... Ah, hier, Red Mile. Okay. Ich hatte 2 Aufgaben für die. Boah, dann gehen wir jetzt zur Red Mile, würde ich sagen. Auf jeden Fall. So. Und so. Aber wir ziehen uns nochmal um. Ich würde gerne einmal das andere Outfit jetzt für über eine Zeit lang tragen. Wir hatten jetzt 50 Folgen lang das Schwarze da nur angehabt. Jetzt haben wir immerhin mal das Blaue. Der arme Mr. Crowley. Die gelbe Filiale ist verflucht. Okay. Was stehen die hier jetzt so rum? Gibt's hier was umsonst? Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht. Sollen wir was reparieren? Zeig mal deine neuen Schiffe. Du findest sicher was. Falls du welche hast. Ich hoffe, du hast neue. Watchdog 2. Die Ranger. Endeavor. Und die Stronghold. Nee, bisher hat er nichts. Was ich haben will. Alter, jetzt hör auf zu ruckeln. Aber wir müssen ein paar Sachen abladen. Würde ich sagen. Ein paar Sachen müssen wir definitiv abladen. Würde ich vielleicht in auf der Base in der auf der Erde machen. Die hat wieder was für mich? Was? Sarah? Sarah, wo bist du denn? Was hat sie denn für mich? Sarah?
Da ist sie. Du hast gesagt, du hast was für mich? Ja, guck mal hier. Oh, danke schön. Ein Faser. Pack ruhig was in meine Tasche. Ja, So, warte mal. Ich würde gerne das hier wieder zu mir nehmen. Das hier auch. Das nehme ich wieder zu mir. Das. Die Waffe kann sie behalten. Das nehme ich wieder zu mir. Die Mine kann sie behalten. Das. Das nehme ich zu mir. Achso, das habe ich jetzt Sarah. Wohl. Ja, komm, sie kann auch mal was Neues anhaben. Dann nehme ich das wieder zu mir. Ja. Dann mal tschüss. Hat sie auch mal was Neues an? Aber schenkt die mir einfach mal ein Faser. Wow. Aber bevor wir zur Red Mile fliegen, ich muss eben all unser Krams mal irgendwo loswerden. Das müssen wir irgendwo ablegen, absetzen. Wir können starten. Der Himmel ruft. Wo würde es am meisten Sinn machen? Also auf der Erde oder auf welchem? Wir haben ja hier in Dingens eine Base. Wir haben hier eine Base. Wir haben hier eine Base. Ich glaube hier in Dingens, in Narion. Auf den Androphon. Genau, Albefe. Da müssen wir mal hin. Boah, sorry. Also mit dem Husten, da tut mir echt leid. So, hier müssten eigentlich dann jetzt, da sind sie schon. Da sind schon unsere Bewohner. Kann ich dir bei was helfen? Bestimmt. Wie geht's dir, Dusty? Dusty, was? Na, komm. Auf Wiedersehen. Hey, wie läuft's? Bisher ganz gut. Danke der Nachfrage. War hier nicht gerade noch jemand? Wen hatte ich hier alles in der Base? Ist das ein Bug? Hier, Moira. Anzugwerkbank, Waffenwerkbank. Was habe ich hier? Steht heute Mining auf dem. Ey, ich finde super, dass man die hier zumindest alle wiedersehen kann. Aber ist hier nicht noch jemand? Hatten wir hier nicht mehr Leute? Oder doch noch nicht? Oh. Ich sehe nichts. So.
So, das wird spannend, hier jetzt hoch zu rennen. Ne, hier ist auch niemand, ne? Okay, dann gut, dann gehen wir hier mal wieder runter. Nein, nicht so. So. Hier ist der Ausgang. Okay, jetzt ist nur die Frage bei... Wir haben hier noch keine Kisten, ne? Wo wir die alle reinlagern können. Muss ich vielleicht direkt zur Sonne? Zum Sollsystem? Da hatten wir ja Kisten gehabt, oder nicht? Ja, dann würde ich das alles lieber hier lagern, auf der Erde. Ah, nein. Oh. Ich glaube, das ist ein bisschen zu klein für uns, für unsere die Landebahn. Da fliegen wir einmal ganz schnell zur Erde. Und legen da einmal alles ab. Jetzt müsste ich aber schnell reisen können, oder? Ja, jetzt geht das. Geschichte der besiedelten Systeme. Soll-Datum 2203. Die Erde, die Wiege der Menschheit, wird völlig unbewohnbar. Ey, das hat mich jetzt interessiert. Hallo? Habe ich hier irgendwas schon gebaut gehabt? Ja, jetzt bleib oben. Ich habe hier noch gar nichts gebaut, ne? So. Doch, ich habe hier was. So. Das ist auch schon alles voll. Das sind die Dinger, ne? Titan fehlt mir dafür. So. Ich habe aber dafür nichts mehr. Weil ich kein Titan habe. Verdammt. Wenn ich den jetzt so... Also kann ich ja eh nicht machen wegen Bleimangel. Kann ich sonst noch irgendwie was bauen? Habe ich was zum Bauen? Ich könnte den hier bauen. Immerhin. Oder ich kann die Auftragsbörse drinne bauen. So, Sarah, wir gehen beide einmal rein, ja? So. Genau, einmal die
Auftragsbörse. Machen wir so. Lebst du nur oder wohnst du schon? Und das will ich hier gleich daneben. Und hier machen wir einmal für die Constellation. So. Extractor für Chlor. Chlor könnten wir hier abbauen. Das Ding braucht... Okay. So, Laternenpfahl. Industrielle Wandlampe. Wir könnten aber auch die Flüssigkeitsbehälter auch nochmal dazu bauen. Wir werden das so oder so alles nochmal... Nein, hör auf da anzudocken! So, ich will das hier haben, ja? Hör auf anzudocken, ja? So. Hier auch nochmal. So. Und nochmal für Gas. Einmal das gleiche hier. Ach, hör auf. Warum will der immer andocken? Nicht ausreichend adaptive Rahmen, okay. Aber komm noch. Ich hatte jetzt gedacht, wir hätten eigentlich genug Platz für irgendwas. So. Dann hier auch nochmal. Fürs Erste. Komm, da. Dann hier und hier. Den kann ich nicht bauen, den kann ich bauen. Ah, verdammt, schade. Kein Aluminium mehr. Ich kann nicht einmal einen Wachturm bauen. Schade eigentlich. Errichte diese in zwei verschiedene Außenposten und verbinde sie, um Güter zwischen ihnen zu befördern. Gegenstände im ausgehenden Behälter landen im eingehenden Behälter des anderen Außenpostens und umgekehrt. Verbindet Außenposten im gleichen System, kein Treibstoff benötigt. Und das ist dann ermöglicht Systeme zu verbinden für Versorgungsmissionen erforderlich. Erfordert Helium 3. Okay, dann dieses Prachtlink-Intersystem brauchen wir hauptsächlich. Ich habe aber gar keinen Platz mehr im Inventar. Weder bei Dings. Dahin habe ich geparkt. Nee, ich darf jetzt nicht rennen. Beziehungsweise sprinten, weil ich immer noch zu voll bin. Hier ist das echt beschissen mit dem
Dings, ich kann, also nicht im negativen Sinne meine ich das jetzt. Weil du brauchst so viel mehr als in Fallout 4 sogar an Ressourcen. Und ich finde es schade, dass man sowas hier nicht nutzen kann, so für sich selber. Als Base-Bereich. Weil das schön gerade ist, die Fläche. Nein! Ich dachte schon, boah, ist hängen geblieben. Autsch. Aber egal, wir schauen mal, ob wir nicht vielleicht noch irgendwas kaufen können. Von den Sachen, die wir nicht brauchen. Eigentlich brauchen wir größtenteils nur hier Aluminium, Eisen, Beryllium und Nickel, glaube ich, oder? Und Titanium jetzt gerade aktuell. So. Jo, ich würde das hier mal eigentlich anziehen wollen. So, und den darf ich wegpacken. Genau wie das. Ach komm, da packen wir auch mal da rein. Und jetzt so ziehe ich mal das hier an. Und dann würde ich sagen, wir schauen mal, dass wir in der Red Mile da was verkauft kriegen. So, einmal abheben und dann gucken wir, wo das überhaupt ist. Auf zu den Sternen. Nein, ich will. Hallo, ich will das da. Porima. Porima-System müssen wir. So, wir fliegen einmal durch die Erde durch wahrscheinlich. Jo, das sah wirklich so aus, als wären wir durch die Erde durchgesprungen. Navigationscheck passt. Wir sind am richtigen Ort. Porima 3. Ich werde hier nicht gescannt. Da haben wir die Red Mile. Wir landen da. Da gehen wir definitiv landen. Ich bin neugierig, wie die Red Mile hier aussieht. Ein bisschen kenne ich ja das vom Trailer. Beginne Landezyklus. Sprich mit Autumn Macmillan. Okay, verlassen wir mal. Okay, dieses Piepen geht wieder los. Redmine, extreme Kälte. So, ich laufe aber mal langsam.
Egal worum es geht, interessiert mich einen Scheiß. Hat eine komplette Ekliptik-Rüstung. Was war da mit dem Piepen jetzt? Also hier sind die Ekliptiks oder wie? Allein vom Gedanken in Red Mile zu landen ist mir schon übel geworden. Wo wir jetzt hier sind, bin ich sprachlos. Ich glaube, da müssen wir rein. Verzieh dich, bevor ich dir eine Kugel verpasse. Ja, ich sehe schon. Hier ist man nicht so gern gesehen. Ah, okay, das Piepen hat dann mit der Gesundheit zu tun. Schieß mich nicht. Ich habe nichts gemacht. Schwachsinn. Dachtest du echt, du kannst einfach unbemerkt abhauen und die Zeche prellen? Ich wollte nur frische Luft schnappen. Hab ich der Barkeeperin auch gesagt. Frag sie doch. Frischluft, was? Auf einem Planeten ohne Atmosphäre. Stocker? Oder Stocker? Reicht, Stocker. Red Miles Stammgast. Wegen kleiner Missverständnisse erschießen wir keine Gäste. Bitte setz dich wieder an deinen Tisch. Es empfiehlt sich nicht, unser Etablissement zu verlassen, ohne bezahlt zu haben. Wenn du frische Luft brauchst, bezahl. Geh nach draußen, komm wieder rein und bestell neu. Tut mir leid, ich dachte, das wäre kein Problem. Da lagst du falsch. Gründlich. Das reicht jetzt. Ich glaube, der Herr hat es verstanden. Gehen wir alle wieder rein, ja? Und Stoker, wir beide reden nachher noch einmal über die Sache. Ich kann's kaum erwarten. Damit das klar ist, wenn du hier stumm machst, machen wir kurzen Prozess mit dir. Ist das zu glauben? Als würde ich abhauen, ohne zu zahlen. Für was für einen Abschaum halten die mich? Ja, da glaube ich auch. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns mal die Red Mile in der nächsten Folge richtig an. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.